Hey Leute, ich bin's Make vom Kanal GameCorp. Willkommen zurück zu Shantae and the Seven Sirens im letzten Part. Ist so einiges passiert. Wir sind in diesem Gebiet mit dem Sand. Wie heißt das noch gleich? Steht hier nicht. Unterseegebiet oder irgendwie sowas. Durch diese Höhle gegangen und da bin ich rein und bin gestorben und musste dann alles nochmal neu spielen. War so circa eine Stunde Arbeit. Ja, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und ich musste tatsächlich ein bisschen was noch machen zwischendurch. Ich konnte nämlich nicht einfach, halt, man kann nicht einfach speichern. Das ist so ein bisschen das Problem in diesem Spiel. Ich musste mir einen dieser alten Männer suchen und da dann speichern. Deswegen habe ich schon ein bisschen mehr der Karte aufdecken müssen, als wir eigentlich hatten zu dem Zeitpunkt, als ich gestorben bin. Also das Ganze rechts hiervon ist quasi neu. Und währenddessen konnte ich auch drei der Schuppen, die wir sammeln müssen, nicht ausweichen. Oder Muscheln, irgendwie sowas. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Aber ich führe euch natürlich durch diese Dinger noch durch. Ja, Shantae, nice. So, hier ganz viele Gegner. Uff, ganz viele Spinnen. Und hier kriege ich auch immer 1 Damage. Ich gehe davon aus, dass hier auch irgendwo ein unsichtbares Monster ist. Ja, da ist es. Nice. Gut, gut, gut. Ja, ich habe auch ein Herz mehr. Das habe ich auf dem Weg hierher schon einsammeln oder einlösen können. Das habe ich ja auch im letzten Part festgestellt, dass wir schon wieder 4 haben. So, da oben ist wieder so eine Pflanze, mit der wir noch nicht wissen, was wir anfangen können. So. Hier. Was ist hier nochmal? Ja, deswegen habe ich jetzt anstatt 5 habe ich jetzt 6 Herzen. Ich hoffe, das ist auch okay. Feuerbälle. Ich gehe aber lieber nochmal ein bisschen zurück. Zeige euch noch, was da unten so abgeht. Auch nicht so extrem viel tatsächlich. Hier Wasser, kommen wir noch nicht durch. Ach komm, ich habe doch gedasht. So, hier. Ah komm, dem konnte ich jetzt aber auch nicht gut ausweichen. So, genau. Und hier ist dieser Speichertyp, bei dem ich halt gespeichert habe dann. Machen wir auch gleich nochmal, damit ich das später nicht nochmal vergesse. So, hier links weiß ich auch noch nicht, was ist. Da bin ich auch noch nicht lang. Okay, auch wieder giftiges Wasser. Können wir wahrscheinlich nicht rüber, ne? Nicht mal mit dem Nude Dash. Doch, mit dem Nude Dash müsste es gehen. Ja, cool. Alright, dann können wir hier schon weiter. Cool. Was hier so ist? Wasser. Wo sind wir denn jetzt? Ah, das ist der Verbindungsraum. Ich vermute hier etwas. Den haben wir lange nicht mehr eingesetzt. Ja, okay. Nur Edelsteine aber. Schade. Ich dachte, hier wäre irgendwas versteckt vielleicht. Diesen Tanz muss ich auch öfter mal einsetzen. Den habe ich auch extrem ver... Oh, da ist eine Höhle. Die habe ich gar nicht gesehen. Autsch. Okay, das war mir klar. Haben wir nicht irgendwie irgendeine Marke oder eine Karte, die uns hilft hierbei? Raketen bewegen sich. Erleide keinen Schaden, wenn du von Stacheln zerstört wirst. Nee, okay, dann wäre ich zerstört, aber ich erleide einfach nur keinen Schaden. Und das ist nicht, was wir wollen. Ich sollte mich demnächst heilen, damit das nicht wieder passiert wie letztes Mal, dass ich einfach sterbe. Okay, das sollte reichen. Dann können wir jetzt da rechts weitergehen. So. Durch die Dinger ist man schneller. Hier unten ist auch noch irgendwas. Ich sehe es ja glitzern. Ja, auch wieder nur Geld. Auch wieder nur Geld. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Oder war das... Autsch. Nope. Nee, waren wir auch noch nicht. Okay, dann gehen wir hier lang erstmal. Alles erkunden, alles erkunden. Da sehe ich es auch wieder glitzern. Aber erstmal die Meerjungfrau ausschalten. Wieder nur Geld. Hier oben. Geld und Leben. Ups, falscher Knopf. Wollte mal wieder tanzen. Ja, da haben wir mal wieder... Haben wir was. Auch extrem viel Geld wieder. Geht's hier unten weiter? Ja.
Da scheint irgendein Raum zu sein. Oh! Mit einer Schatztruhe. Was ist da drin? Ein Nugget! Ey, damit haben wir zwei jetzt wieder. Ich guck mal ganz kurz nach. Drei schon. Für fünf kriegen wir die nächste Sirenenkarte. Von der einen Frau in Tree Town. Wenn ich mich nicht... Okay. Wenn ich mich recht entsinne. So, hier sieht man es auch wieder leuchten. So sahen die Muscheln von den Meerjungfrauen aus. Und die einfach einsammeln. Jetzt haben wir 5 von 6. Hier oben geht es wahrscheinlich nochmal weiter. Was ist hier links? Ach, okay, das ist der Weg. So, da ist die letzte. Damit haben wir die. Jetzt können wir zurück zum Forscher im grünen Gebiet, weil wir hier auf jeden Fall mal nicht weiterkommen. Wir brauchen ja irgendwas fürs Wasser und dann brauchen wir irgendwas für die Steine. Die haben wir auch schon überall gesehen. Ja, hier ist auch wieder Wasser. Kommen wir auch nicht durch. Tüp, 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 tüp. So. Ah, die hätte ich mitnehmen können. Naja, egal. Wie ist denn der Weg? Hoch? Hoch und links. Manchmal funktioniert der Drill einfach nicht gescheit. Sehr, sehr komisch. So, mein Mikro sitzt auch nicht gescheit. Ah, Mann. Dieses dumme Auge. Dummes, unsichtbares Auge. Wenigstens macht es nur ein Damage. Also nur ein Viertel Herz. So, jetzt hier runter. Genau, das habe ich mir gemerkt. Also ich habe auch trotzdem auf die Karte geschaut. Kommt nicht sehr convincing, wenn ich dann sage, ich habe es mir gemerkt. Ah, ihr wisst ja, was ich meine. Hoffe ich mal. So, hier geht es dann zurück zum grünen Bereich. Indem wir... Was müssen wir genau machen eigentlich? Ah, okay. Warten. Warten, I guess. So, hier können wir mit dem Nude einfach hoch. Yep, okay. Wie war denn das? Der war... Ziemlich am Anfang, glaube ich, gell? Also einfach hoch, links und weiter hoch. Okay. Muss aber nicht unbedingt alle meine Herzen verlieren. Auf dem Weg zum Typi. Ups. Alright. Weg mit euch. Tschack. Sehr schön, wir kommen jetzt auch hier wieder hoch, zum Glück. Weg. So, die ganzen Pflanzen können wir locker später auch noch mit einer neuen Fähigkeit abchecken, die da rumstehen. Ich hoffe, dass das nicht extrem viel Arbeit wird. So, hier, bitteschön. Ah, du hast die Meerjungfrauenmuscheln gefunden. Du hast mir 6 davon gebracht? Jupp. Sehr schön. Großartig. Endlich kann ich mit diesen Daten meine Theorie testen. Überprüfen. Wird bearbeitet. Meine Güte, entschlüsseln und... Verdammt, Mist. Diese Muscheln stammen von einer Seekuh. Und so wie es aussieht, alle von derselben. Naja, trotzdem danke. Ich schulde dir wohl etwas für deine Bemühungen. Hier, etwas, das ich auf dem Meeresboden gefunden habe. Ein Glücksamulett. Das... Du kannst dieses Glücksamulett für deine Bemühungen behalten. Okay, das Glücksamulett müsste Veras sein, wenn mich nicht alles täuscht. Die hat ihr gemeint, die hat ihr Glücksamulett verloren. Mit Veras Glücksamulett können wir dann die Pflanzen betätigen. Wir können dann ihre Kraft quasi in uns vereinen und dann Pflanzen betätigen. Als ob ich weiß, wo die ganzen Dinger sind, yo. Okay, na, jetzt muss ich noch eine Theorie testen. Die Tinkerbats graben ja hier. Kann ich damit mit dem Tanz irgendwas ausgraben? Ah, es wird mir nur angezeigt, dass da was ist. Okay, aber genauer weiß man da auch nichts. Gut. Autsch. Aber mit den 400 Edelsteinen, die wir jetzt haben, können wir wieder Sachen kaufen. Es gibt dann nämlich... Obwohl, ich benutze so selten Magie, dass mir der MP-Ding fast nichts bringt. Na, ich sollte mir vielleicht
nochmal ein Upgrade kaufen für die Haare. Ah, ich weiß nicht. Wir sind eigentlich schon ziemlich fucking strong. So, Tree Town müsste gleich hier sein eigentlich. Dann können wir zu Vera. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Ich frage nur, wohin. So, das ist Speichern. Das machen wir auch gleich. Ich wollte erstmal zum Shop. So. Willkommen. Was nehmen wir denn mit? Der Flammenwerfer ist halt schon krass. Verbraucht Magie. Wenn wir den Flammenwerfer haben, dann würde ich mir das andere Upgrade auch kaufen. Unbesiegbarkeit. Pfui. Aber wir haben schon alle Upgrades. Okay, cool. Dann ist egal. Dann hole ich mir den Flammenwerfer oder den MP-Sparer? Ich glaube, ich hole mir den Flammenwerfer. Dann habe ich noch 103. Ja, nee, dann sparen wir auf den MP-Sparer. Das sind 300. So, Vera war unten, glaube ich, hier. Jupp, let's go. Warte, ist das? Du hast mein Glücksamulett gefunden. Kann ich das haben? Jo, let's go. Mein Amulett wurde auf dieser Insel hergestellt. Es besteht vollständig aus einem Fusionsstein. Damit können wir unsere Magie kombinieren und Harmony und die anderen retten. Gerne. Ich finde es schön, dass die Partikel dann Motion Blur haben. Auffrischungstanz! Hell yeah! Unglaublich! Unsere Kräfte wurden kombiniert. Der Auffrischungstanz kann deine Wunden heilen, aber auch anderen Leben bringen. Danke! Tanze, bist du das? Bla bla bla. Sag mal, warum versuchst du es nicht in diesem Raum? Ah, da ist eine Pflanze auch schon. So. Ah, alright. Okay. Ich verstehe. Wenn das alles ist, was es macht, also uns nur Extras bringt, dann glaube ich, weiß ich, wo wir hin müssen. Zum ersten Mal in diesem Game weiß ich, wo wir hin müssen. Na, und zwar zu diesem einen Typ am ganz anderen Ende der Welt, legitim, der gemeint hat so, ich muss mich entspannen. Müsste hier in der Nähe sein, bei dem dritten Warp Point. Ich habe auch auf dem Title Screen gesehen, bevor ich aufgenommen habe, dass wir 25% schon haben. Heißt, wir haben das Spiel zu einem Viertel durch, was mir irgendwie wenig vorkommt. Tatsächlich. Also ich meine, Shantae-Spiele sind eigentlich nicht so lang, so im Generell. Auch wenn es Metroidvania sind. Ich glaube, der zweite Teil war der längste mit... Oh, weiß ich auch nicht. Also auch nicht mehr als 10 Stunden, glaube ich. Und hier haben wir ja gerade erstmal 2-3 reingesteckt. Und 25% von... Also 2-3, 25% sind schon so 10 Stunden insgesamt. Das wäre auch schon lockerflockig mal doppelt so lang wie... wie Half-Genie Hero. Was auf jeden Fall ein Pluspunkt ist, finde ich. So. Ah, da kommen wir von der anderen Seite. Okay. Wir brauchen ja jetzt wieder Geld, also nehme ich das einfach mal mit. So, Flammenwerfer. Flammenwerfer. Der macht halt nicht so viel Damage eigentlich, aber er macht halt schnell. Also er macht einfach so... Und man kann ihn in der Luft benutzen. So. Nice. Hatte ich wohl recht. Wow, cool. Oh. Was war das gerade, guter Herr oder gute Frau? Ich bin so wach, dass ich das Gefühl habe, mit einem Babyfahrrad Wasserski zu fahren. Direkt zu den Sternen. Juhu, meine Güte. Wie lange sind die Jungs und Mädels schon dort unten? Ich muss die Windel laufen lassen und sofort hochziehen. Nicht erst später. Blitzschnell, Dalli Dalli. Geh nicht über los und mit kein Geld ein, wie man so schön sagt. Zurück. Warte. Hat er die ganze Zeit... Wow. Die werden doch locker erstickt. Warum steigst du nicht dort runter, um zu sehen, was, ob mit den Jungs und Mädels alles okay ist? Oder ob sie durchnässt und schleimige Skelette sind? Oh Mann, ich hoffe, es geht ihnen gut. Es war deine Schuld, dass du mich nicht früher geweckt hast. Oh, glaub mir, alter Mann, ich hab's versucht.
Wie seid ihr da reingekommen? Schau mal einer an, wer da ist. Wie ich bereits erwähnte, unsere Mission ist es, alles über die versunkene Stadt zu lernen. Alle sagen, wir sind verrückt. Dass die unteren Ebenen verflucht sind, böse Monster, bla bla bla. Aber wir sagen Nein zu konventioneller Weisheit. Lasst uns zu einem Ort hinabsteigen, an dem Weisheit ohne Bedeutung ist. Ganz unten in der Nahrungskette. Willst du sehen, was da unten ist? Nö. Lass uns wissen, wenn du bereit bist. Diese netten Leute sind meine Mitwissenschaftler. Ich bin froh, dass du hier bist. Wir wollten mit dem Metallfisch gerade noch tiefer tauchen. Oh, okay. Hallo. Wir sind schon an der Oberfläche zurückgekehrt. Oder ist mein Tiefenmesser kaputt? Nee, ja, stimmt. Wir haben euch aber rausgeholt. Ja. Tief durchatmen. Metallfisch geht runter. Interessant, dass das U-Boot hochgezogen werden muss. Ist ja nicht wirklich ein U-Boot. Natürlich, du musst dir keine Sorgen wegen nichts machen. Wenn wir in Gefahr werden, würde uns der Annäherungsalarm informieren. Das ist nur der Annäherungsalarm. Nichts, über das man sich sorgen sollte. Lehn dich entspannt zurück. Ich bin nicht mehr entspannt. Immer mit der Ruhe. Das ist nur Wasser. Wasser ist das beste Freund des Seemanns. Es ist nur... Schaut vorbei, um Hallo zu sagen. Das ist alles. Und dieser heulende Lärm? Nur eine der Kreaturen der Natur. Die Gabe des Meeres. Sie kommt, um ihren Respekt zu zollen. Mit einer freundlichen, metallknarrenden, rumpfzerquetschenden, freundlichen Umarmung. Das soll verschwinden. Wir sind tot, nicht wahr? So ziemlich. Yikes, okay. Oh, ich weiß. Wir könnten den Außenrumpf elektrifizieren. Vielleicht schreckt das Biest ab. Würde uns das nicht auch braten? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Hey, das Rütteln hat aufgehört. Ich hatte ein Gefühl, dass das klappt. Nächster Halt, der Meeresboden. Und wie ist das Wasser jetzt wieder rausgeflossen? Also, das verstehe ich nicht ganz. Aber schön, dass sie so careless und dedicated zu ihrer Arbeit sind. Sie würden für ihre Arbeit sterben. Hä? Wie funktioniert denn das, bitte? Ja, ich würde gerne so schnell wie möglich daraus. Hier wären wir. Und völlig unverändert. Wenn du das sagst. Wann immer du an die Oberfläche zurückkehren möchtest, wir sind hier. Aber für den Moment... Sei ein Schatz und überprüfe den Rumpf auf Beschädigungen, okay? So, was habt ihr zu sagen zu eurer Verteidigung? Puh. Vorsicht, das Ding könnte noch da draußen sein. Also alle hatten Angst außer sie. Oh, Squid Baron. Da bist du ja. Bruh. Gut. Für eine Minute dachte ich, du würdest mich nicht klopfen hören. Du hast es alle in Gefahr gebracht. Was auch immer. Hör zu. Das ist wichtig, deshalb musste ich mit dir reden. Geht es um die vermissten Mädchen? Ich habe eine Idee für ein Videospiel. Stell dir vor. Hör mir zu, das ist großartig. Ich werde der Star sein und... Wir sind hier unten in extremer Gefahr. Dieser Ort ist die Heimat fauler Kreaturen, die dich an deiner Seele erfreuen werden. Weißt du, du hast recht. Ich zeige es dir besser. Ich muss es einrichten. Der Squid Baron ist auch auf dieser Insel. Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Labor. Ist das der nächste Tempel? Nee, das ist nicht der nächste Tempel. Okay, das ist einfach nur ein Abschnitt. So, speichern gerne doch, ja. Den Fehler aus dem letzten Part mache ich nicht nochmal. Apropos aus dem letzten Part. Das war's mit diesem Part. Sehr erfolgreich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn wir das Labor weiter erkunden. Ja, also bis dann und ciao.